Heute gibt es von mir wieder ein Project Pen Update und wenn ihr Bock auf dieses Video habt, bleibt unbedingt dran. Freunde, ich habe wieder ein bisschen was aufgebraucht. Vor allen Dingen habe ich viel Grammzahl aufgebraucht. Notiert in meinem YouTube-Büchlein, abgewogen mit meiner Escher Taschenwaage, die ich sehr liebe. Brauche ich euch nicht sagen. Alles wie immer in der Infobox verlinkt, in meiner Amazon Storefront. Das ist auch so eine Sache, die wollte ich auch noch mal kurz erklären. Einige Leute hüten sich davor, diese Links in der Infobox anzuklicken, beziehungsweise in diese Storefront zu gehen. Es ist so, dass ich quasi in diese Storefront hineinlade, was ich regelmäßig nutze oder toll finde, vielleicht sogar auf meiner Wunschliste steht, wie auch immer. Oder halt einfach Sachen, die mich im Laufe der Zeit total überzeugt haben. Das ist auch einkategorisiert nach verschiedenen Gruppen, Kategorien, kategorisiert halt. Und wenn ihr auf diese Links klickt, ist das für euch nichts teurer. Wenn ihr das aber nicht, also grundsätzlich ist es aber so, dass wir YouTuber, wenn ihr auf diese Links klickt und, keine Ahnung, jetzt diese Escher-Taschenwaage kaufen würdet, bekommen wir ein paar Prozentelchen Provision dafür. Für euch wird es aber nicht teurer. Ihr unterstützt uns damit quasi, ohne dass ihr Mehrkosten habt. Also an sich eine super Sache, zumal die Videos ja auch immer kostenlos sind. Die Escher-Taschenwaage ist meiner Meinung nach auch mit dabei. Wenn nicht, muss ich das schnell nachholen. Ich liebe sie, habe sie mir sogar einmal nachgekauft, weil sie irgendwann so abgegrabbelt war, dass ich mich geschämt habe, sie im Video abzufotografieren. Das ist jetzt aber vorbei. Also ich mag die sehr, sehr gerne. Und genau, es handelt sich um mein November, im Prinzip ja Oktober-Update, aber wir haben jetzt Mitte November, also alles gut. Es wird dann zum Ende des Jahres nochmal ein Update geben und ich werde jetzt keine neuen Produkte mehr mit reinnehmen, sondern ich versuche jetzt wirklich das, was noch drin ist, irgendwie aufzubrauchen bis Ende des Jahres. Ich meine, theoretisch haben wir jetzt auch noch 6 Wochen Zeit, also die Chancen sind ganz gut. Und dann wüsste ich gerne von euch, habt ihr Bock, dass es nächstes Jahr mit den Penning Sisters weitergeht? Dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Mögt ihr Project Pen Videos? Weil ich an sich mag sie total gerne. Und drehe sie auch gerne. Ich weiß noch nicht, wie groß euer Interesse daran ist, zumal mein Kanal sich ja immer weiter so ein bisschen wegentwickelt von diesem reinen Beauty-Kanal und halt viele andere Themen mit im Fokus stehen. Ich vlogge viel lieber, als dass ich Kosmetik einkaufe. Ich beschäftige mich mit dem Thema Sparen und minimalistischer werden. Nichtsdestotrotz habe ich immer noch viele Produkte hier, die ich natürlich gerne im Laufe der Zeit aufbrauchen möchte, damit sie mir nicht kippen. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie eure Meinung dazu ist. Und jetzt starten wir auch nach einem kleinen Intro ins Video. Ein paar Bilder werde ich euch wieder einblenden. Vor allem zur dekorativen Kosmetik. Die Pflegeprodukte habe ich jetzt nicht extra nochmal abfotografiert. Das erste Produkt, das tatsächlich auch seit Januar in meinem Projekt ist, ist von Hourglass, das Ambient Lighting Powder in Diffused Light. Und ihr seht, es ist nicht mehr viel drin, aber es ist noch gut was drin. Ich habe abgewogen 81,42 Gramm zu 81,71 Gramm aus dem letzten Update. Und ich denke, das Puder wird mich auch auf jeden Fall noch bis Ende des Jahres begleiten. Es ist wahnsinnig ergiebig und ich liebe es zum Weichzeichnen. Ich liebe es. Ich kann das auch unter den Augen verwenden. Wirklich, diese Hourglass Powder sind natürlich sehr teuer, aber ich habe das ja schon eine Weile gehabt und genutzt und es ist gestartet mit 89,28 Gramm im Januar und wir haben jetzt 81,42 Gramm. Also wenn das nicht ergiebig ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich benutze es ständig. Jetzt wird es natürlich schwieriger. Ich verwende das nicht mehr im ganzen Gesicht an, sondern wirklich nur mit so einem kleineren Pinsel unter den Augen und hier um die Nase. Aber ja, ich liebe sehr, sehr schönes Puder und wird noch ein Weilchen dauern. Jetzt muss ich mir hier in meinem Büchlein immer so ein bisschen hin und her switchen, weil es sind zwischendurch schon ordentlich Produkte leer gegangen. Hier gibt es jetzt mal kein Update, kein Wiegebild und nichts. Er hatte zuletzt 4,74 Gramm, hat er immer noch. Ich habe ihn nicht ein einziges Mal verwendet, weil ich keine Lust hatte, ihn zu verwenden und daher hat sich nichts getan. Also 4,74 Gramm, wie im letzten Monat auch. Dann Charlotte Tilbury Contour Wand, also der Creme Bronzer von Charlotte Tilbury. Und wie ihr seht, er ist aufgebraucht. Yay. Also irgendwie, wenn ich überlege, zuletzt hatte der Contour Wand 12,73 Gramm zum Oktober, 12 Gramm und jetzt sind es nur noch 9,49 Gramm. Also
2 Gramm, etwas über 2 Gramm, also 2,5 Gramm aufgebraucht, ist schon sehr, sehr viel. Hatte ich so den Eindruck, aber gut. Man aß natürlich ein bisschen andersrum. Ich habe beim Rausdrücken aus dem Deckel nichts mehr rausbekommen und darum habe ich es dann aufgeschnitten, bin dann mit dem Pinsel rein. Aber natürlich bleibt dann auch immer ein bisschen was im Pinsel hängen und landet nicht alles im Gesicht. Und dadurch ist es dann natürlich ein kleines bisschen verschwenderischer. Aber ich bin sehr froh, dass er leer ist. Ich werde ihn nicht nachkaufen. Nichtsdestotrotz habe ich es genossen, den zu verwenden. Ich sehe einfach keinen Sinn darin, ein Cremeprodukt zu verwenden, wenn ich noch ein Puderprodukt drüber geben muss, damit das Ergebnis schön bleibt. Deswegen ist er jetzt leer und kommt weg und ich habe es trotzdem sehr, sehr genossen, ihn zu nutzen. Das erste leere Produkt. Dann Laneige. Laneige Lip Sleeping Mask ist von 47,86 auf 47,09 oder 08, ich kann es gerade nicht lesen, runter. Und auch davon werde ich noch bis zum Ende des Jahres haben, denke ich, vielleicht sogar noch darüber hinaus. Allerdings werde ich dann im nächsten Jahr überlegen, welche Produkte nehme ich wirklich wieder mit rein, wenn ihr mit entscheidet, dass ihr möchtet, dass es weitergeht. Sonst kann das natürlich auch stoppen. Genau, also Laneige Lip Sleeping Mask von 47,86 auf 47,08 oder 09 Gramm. Nicht tierversuchsfrei, daher keine Empfehlung. Dann habe ich von Becker den Beach Tint. Blush, sehr schön, in der Farbe Watermelon. Der ist von 6,06 Gramm runter auf 5,80 Gramm. Ein sehr, sehr kleiner Fortschritt, einfach dem geschuldet, dass ich ihn kaum benutzt habe. Nichtsdestotrotz auch sehr, sehr schön und ich denke, im nächsten Monat ist der leer, weil ich muss hier schon ordentlich drücken, damit noch was rauskommt. Und man braucht natürlich nicht viel davon. Ich mache dann immer ein bisschen was auf dem Handrücken und gehe dann mit einem Stippling Brush oder mit einem Make-up-Schwamm rein und drücke mir das dann so ein bisschen ins Gesicht und damit bin ich super happy. Ich mag den sehr gerne, aber würde auch den mir nicht nachkaufen, weil ich mag einfach lieber Creme-Blushes als Flüssig-Blushes. Genau, aber langsam geht's voran. Der Charlotte Tilbury Magic Away Concealer. Ich weiß nicht, wie viel da noch drin ist. Ihr seht ja die Streifen, die ich da hingemalt habe bei den letzten Malen, die ich ihn benutzt habe. Und jetzt sind wir da oben angekommen. Ich weiß nicht, wie viel ich noch rausgedreht bekomme. Heute Morgen habe ich ihn noch verwendet und habe noch gut was rausbekommen. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass er schon rumzickt, aber lange kann es nicht mehr dauern. Der wird beim nächsten Update auch leer sein. Ich liebe ihn sehr, aber werde dann erstmal auf die Bremse treten und werde dann erstmal das Catrice-Produkt verwenden, weil das ist auch, der ist auch richtig gut und ist natürlich auch deutlich günstiger als der hier. Man braucht nicht viel davon, er creased mir nicht in die Fältchen. Ich mag den sehr, sehr gerne, aber ist halt auch sehr kostspielig. Habe ich schon gesagt, ist von 25,91 auf 25,34 Gramm runter. Finde ich jetzt nicht so viel für einen Concealer, den ich ja doch recht regelmäßig benutze. Der Charlotte Tilbury Pillow Talk Gloss. Ich weiß nicht, doch, man sieht es. Er hat schon viele, viele Hohlräume. Es ist wirklich nicht mehr viel Produkt drin, wirklich nur noch so ein ganz bisschen am Rand. Der wird auch zum nächsten Update leer sein. Der ist runter von 25,91 auf 25,34 Gramm und ich mag den mega gerne. Also die Charlotte Tilbury Lippenprodukte sind einfach der Shit. Kann ich nicht anders sagen. Ich habe da noch kein schlechtes Produkt verwendet. Sehr, sehr, sehr schön. Genau, war ein Geschenk von der Tochter meines Freundes zu Weihnachten, zusammen mit dem Pillow Talk Lippenstift, Lip Liner und noch einem anderen Gloss. Sehr, sehr, sehr schön. Und es ist ja wohl ein Zeichen, dass ich die Produkte sehr, sehr gerne mag, wenn zwei davon jetzt zum Jahresende schon leer sind. Beides waren Lippenprodukte, also just saying. Genau, also von 18 auf 17,28 Gramm. War der Pillow Talk Gloss, genau. Das war der Concealer. Weiter geht's mit der Dalton BB Cream und die habe ich exklusiv verwendet. Das war ja auch richtig pfiffig, das da reinzuschmeißen. War so ein bisschen Sift, das ja immer ist leer. Also wirklich komplett leer. Habe ich diesen Monat oder die letzten 4 Wochen ausschließlich verwendet. Nichts anderes an Foundations und ich liebe sie. Ich habe sie auch schon wieder da. Ganz, 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 ganz. Ganz, ganz große Liebe. Inzwischen wirklich auf einer Stufe mit dem, göttlich, fällt mir der Name vielleicht auch wieder ein. Vielleicht auch nicht. Die Bare Minerals Complexion Rescue, genau. Die Complexion Rescue ist ein bisschen strahlender
Und ich habe heute Morgen mit dem Pinsel den Rest rausgekratzt und im Gesicht. Und ich finde, die macht einfach so ein schönes Hautbild. Man sieht trotzdem natürlich aus und sie deckt ein bisschen die Unebenmäßigkeiten ab. Ich liebe sie. Liebe sie. Weiter geht es mit dem Too Faced Bronzer. Den Too Faced Milk Chocolate Soleil. Ich mag den ja. Ich liebe den. Das ist das dritte Mal, dass ich den leer mache. Und der hat schon wieder ein riesiges Hit the Pan und die Ränder sind auch schon sehr, sehr dünn. Der ist runter von 77,82 auf 76,53 Gramm, weil er einfach nicht so mega hart gepresst ist, wie zum Beispiel dieses Tarte-Schätzchen. Ich liebe den. Ich liebe, liebe, liebe den. Wie gesagt, ist jetzt das dritte Mal, dass ich ihn leer mache und ich werde ihn nachkaufen, weil es große Liebe ist. Und ich habe ihn heute wieder im Gesicht und er ist super schön, er ist super dezent und man kann ihn aufbauen oder noch leichter tragen. Ist einfach Perfection. Also, ich habe von meiner Freundin zum Geburtstag habe ich den Marc Jacobs Bronzer geschenkt bekommen. Sehr, sehr schönes Produkt. Und mag ich sehr, mag ich lieber. Ist wie es ist. Aber der Marc Jacobs Bronzer ist tatsächlich auch ein bisschen mehr was für den Sommer. Aber der hier geht einfach immer. Ist einfach ein Traum. Es ist ein Traum. Dann letztes dekoratives Kosmetikprodukt ist der Kiko Cream Lidschatten in der Farbe Sparkling Champagne. Habe ich auch sehr oft benutzt als Base unterm Lidschatten. Funktioniert sehr gut. Oder einfach auch einzeln, nicht Single, mit dem Lidschattenprimer drunter. Sehr, sehr schön. Ich muss sagen, das funktioniert besser als den als Base zu nehmen, weil der kriegt dann irgendwann, wenn ihr eine Base drunter macht, super. Also finde ich sehr, sehr schön. Ist runter von 50,94 auf 50,50 Gramm. Also auch eine ganze Menge aufgebraucht, weil ich ihn einfach auch regelmäßig benutzt habe. Wenn man einfach nur wirklich so Minimal Make-up hat und dann so ein bisschen was davon auf die Augenlider tupft. Es macht irgendwie die Augen so schön strahlend und einen offenen Blick sehr schön. Das war die dekorative Kosmetik. Weiter geht es mit der Pflege. Da hatte ich aus dem vorletzten Monat, hatte ich noch von der Soul Illuminating Harmonizing Cream Mask hatte ich nicht aufgebraucht, ist jetzt aber leer, wie ihr sehen könnt. Genau, die ist wunderbar. Die ist runter von 31,67 auf 28,88 Gramm und leer, wie ihr seht. Ja, ein sehr, sehr, sehr schönes Produkt, kann ich nicht anders sagen. Hat mir sehr viel Freude gemacht, die zu nutzen. Meine Güte. Also Produkt Nummer 3, das leer ist. Weiter geht es mit dem Enzympeeling, wo immer für mich zwei Anwendungen drin sind. Ne? Manche nehmen auch ein bisschen mehr und dann brauchen sie so ein ganzes Sachet auf. Für mich reicht es für zwei Anwendungen. Ich aktiviere mir das mit Gesichtswasser und trage das tatsächlich in der Regel als Maske auf, lasse es 5 Minuten drauf, dann ist es auch fest und wasche es dann wieder ab. Ich liebe dieses Clear Skin oder Comfort Clean Soft Skin Effekt Enzympeeling von Dalton sehr. Und ja, zwei Anwendungen. Im letzten Monat habe ich auch ein Sachet mit zwei Anwendungen aufgebraucht und genau, das ist leer. Weiter geht es mit dem Dalton Sonnenschutz. Habe ich weniger oft benutzt, als ich eigentlich wollte. Das zieht mir so ein bisschen in die Augen. Das stört mich dann und dann benutze ich es wieder nur so halb und dann braucht man auch nicht so viel auf. Hatte zuletzt 123,79 und jetzt noch 111,21. Also ich habe schon ordentlich aufgebraucht, aber es hätte mehr sein können, denke ich. Genau. Und ich werde es auf jeden Fall aufbrauchen. Ich bin gespannt, wie viel noch drin ist. Das The Ordinary Haarwuchs Serum bzw. Multipeptide Serum gegen Haarausfall ist es ja eher. Sieht man leider nicht. Das ist noch so weit gefüllt. Hatte zuletzt 90,39 Gramm und jetzt noch 84,69. Ich habe es, glaube ich, nur zweimal verwendet. Das war ein bisschen doof. Bis Ende des Jahres nehme ich mir vor, das aufzubrauchen. Ich werde es jetzt wirklich nach jeder Haarwäsche anwenden, weil es funktioniert gut bei mir. Es ist sicherlich kein Wundermittel für jeden und vor allen Dingen nicht für Menschen, die krankheitsbedingten Haarausfall haben. Aber für Menschen wie mich, die einfach nur diese jahreszeitenbedingte Mauser hat, ist das ein tolles Produkt. Also ich komme damit sehr, sehr gut zurecht. Genau. Und ich mag dann halt auch diese Kopfmassage. Nur manchmal ist es so, dann habe ich mir die Haare gewaschen oder war duschen, Haare gewaschen, gehe dann noch ins Wohnzimmer, habe dann diesen Turban auf dem Kopf und dann nehme ich den Turban erst runter, wenn ich schlafen gehe und ja, und dann habe ich schon wieder vergessen. Ja, es ist auf jeden Fall noch was drin. Die The Body Shop Body Butter ist runter von 174,12 auf 87,03 Gramm. So sieht man es ganz gut. Es gibt nichts Schöneres.
sagen wir, wie es ist. Also dieser Arganöl Body Butter von The Body Shop ist einfach... Ich liebe den Geruch. Der Geruch bleibt in den Klamotten hängen, ne? Das finde ich fabelhaft. Und wenn ich mich am Vorabend, wenn ich am Vorabend duschen, weil ich bin ja Abendduscher, rieche ich am nächsten Morgen noch diese Body Butter auf meine Haut. Und das ist so schön. Ich bin da auch tatsächlich ein bisschen sparsam mit. Also ich verwende ihn nur am Oberkörper. Ja, vielleicht noch so bis zum Po, Oberschenkel, Mitte. Aber dann weiter auch nicht. Weil ich einfach möchte, dass sie mir so lange wie möglich hält. Und ich liebe sie. Und ich glaube, das ist wirklich von allen The Body Shop Produkten, die ich jemals verwendet habe, jemals, das absolute Top-Produkt. Und das sieht man natürlich auch. Ich bin sehr eincremefaul und habe trotzdem 90 Gramm oder so aufgebraucht. Das ist schon richtig, richtig viel. Und das letzte wäre die Keraplex-Pflege. Habe ich einmal die Haare mitgefärbt, also den Ansatz mitgefärbt und einmal eine Intensivkur gemacht. Und damit sind wir runter von 143,27 Gramm auf 130,89. Und es ist auch nicht mehr... Ja, ich kann gar nicht sagen, es ist nicht mehr viel drin. In dem Step 2 ist nicht mehr viel drin. In dem Step 1 ist eigentlich noch viel zu viel Produkt drin und das nimmt man nur zusammen. Also wenn Step 2 leer ist, kommt der Rest von Step 1 weg. Aber sehen wir mal, wie es läuft, weil hier muss man wirklich gut dosieren, damit man seinen Haaren auch wirklich was Gutes tut. Und das war's. Das heißt, ich habe aufgebraucht 2 Produkte dekorative Kosmetik. Und 2 Produkte Pflege. Und damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Haut mir unbedingt in die Kommentare, wie es bei euch gelaufen ist. Schaut auf jeden Fall auch in meine Infobox nach den Mädels, die sonst noch mit teilnehmen. Ich weiß, dass nicht alle regelmäßig Videos dazu hochladen oder Posts dazu machen. Das ist ein ganz freies Projekt. Jeder kann sich daran beteiligen. Jeder kann den Hashtag verwenden. Denn wenn Leute dann nach den Videos oder nach den Bildern dazu gucken, geben sie einfach nur den Hashtag Panning Sisters ein und kriegen euch halt mit angezeigt. Von daher ist es natürlich schön, je mehr mitmachen, umso größer wird die Community, umso mehr kann man sich gegenseitig auch so ein bisschen unterstützen. Das ist eigentlich die Hauptsache, worum es geht. Hier geht es nicht darum, irgendwelche starren Regeln einzuhalten. Genau, also schreibt mir unbedingt in die Kommentare, wie ihr mit dem Panning Sisters Projekt zufrieden seid, wie ihr das findet, ob ihr möchtet, dass es damit weitergeht. Und ansonsten sage ich Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr schaltet wieder rein. Bleibt gesund, passt auf euch auf und ich drücke euch. Ciao, ihr Lieben. Tschüss.